Und damit herzlich willkommen zu Pokémon Adventure Red. Das Ganze ist ein Fanmade Game und ich habe es im Internet gefunden und es schaut ganz interessant aus. Es hält sich an die Story von Red, die er im Manga erlebt. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal los. Ja. Entkommen alleine ist, hat schon alle meine Kraft verbraucht, aber ich werde nicht ohne mit leeren Händen gehen. Sag nicht, du willst Deoxys. Das ist richtig. Deoxys Wesen 2 ist ein Pokémon mit unglaublicher Stärke. Wie konnte ich es nur so einfach entkommen lassen? Es war nicht einfach für Deoxys, in die Freiheit zu gehen. Du wirst es nicht wieder einfangen. Nun. Es sieht so aus, als wäre etwas Unvorhergesehenes passiert. Tja, das passiert, wenn die Attacke, die für Deoxys gedacht war, sie stattdessen getroffen hat. Deoxys ist vielleicht entkommen, aber es sieht so aus, als hätte ich noch eine viel größere Belohnung bekommen. Gut gemacht. Auf Wiedersehen für immer, ihr lieben Pokédex-Besitzer. Nein, das kann nicht sein. Lorelei, bitte. Wir können das Blues Eltern nicht zeigen. Wir müssen Bill kontaktieren. Schnell. Okay, anscheinend hat uns die kleine Lady, die Wicked Woman, einfach so versteinert, wie es aussieht. Das ganze Spiel ist in Kapiteln aufgebaut und wir beginnen einfach mal mit dem Prolog. Zehn Jahre früher. Okay. Noch eine Attacke, dann ist seine Health Bar im roten Bereich. Das wilde Arktos ist entkommen. Was? Was? Junger Mann. Los, leg den Controller weg und geh raus spielen. Aber ich bin so nah dran, alle 150 Pokémon aus dem Spiel zu fangen. Keine Abers, junger Mann. Los, geh raus und schnapp ein bisschen frische Luft. Ja, Mom. Ich hasse es, wenn sie mich junger Mann nennt. Ich habe einen Namen. Mein Name ist... Okay, wir nennen uns einfach mal ganz standardmäßig D-D-L-P. So. Verzeiht mir, wenn die Synchro ein bisschen schlecht ist. Ich versuche, alles möglichst gut zu übersetzen, was mir hoffentlich einigermaßen gut gelingt. Aber ich bin kein Simultanübersetzer. Und ja, die verschiedenen Stimmen beachtet einfach nicht. Das ist nicht so meine Spezialität, aber ich bemühe mich. Gut, und es geht weiter. Okay. Da haben wir unseren Beutel. Okay. Schauen wir mal.
Am besten gehen wir am Anfang mal zum Computer und holen uns unseren kostenlosen Trank ab. Oh. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für Minecraft. Okay, das ist cool gemacht. Also, es spielt anscheinend in einer eher moderneren Welt, was ich sehr cool finde. Ja, wir befinden uns gerade in Palletown, also in Alabastia auf Deutsch. Und ich habe den Prolog schon mal so kurz angespielt, weil ich einfach mal schauen wollte, ob mir das Spiel eh gefällt und ob das eh was ist, was ich Let's Playen mag. Und ich muss sagen, das Spiel hat mich echt überzeugt. Und wir haben jetzt unser kleines Polywhirl gefunden. Oder Polywag sogar. Hä? Bist du verängstigt? Ist schon okay, Kleiner. Ich werde dir nicht wehtun. Goodbye, Gramps. Also, auf Wiedersehen, Großvater. Mama? Papa? Wo seid ihr? Huh? Mama? Papa? Wo seid ihr? Ah! Das Ende des Prologs. Kapitel 1: Das Phantom-Pokémon. 5 Jahre später. Okay, Buddy. Jetzt haben wir uns offiziell eingetragen für die Indigo-Liga. Schon bald werden wir starken Trainern gegenüberstehen. In der ganzen Kanto-Region. Keine Sorge, Buddy. Du und ich, wir können jeden besiegen, der es wagt, uns zu bekämpfen. Wir sind die Besten. Ich? Oh mein Arceus. Jetzt geh doch einfach in den verdammten Pokéball hinein. Komm schon, Buddy. Helfen wir ihr. Na dann wollen wir mal schauen, wie wir denen helfen können. Wieso bricht es immer wieder aus seinem Pokéball aus? Ich geb auf. Ich geb auf. Du musst das Pokémon schwächen, bevor du versuchst es zu fangen. Könntest du mir bitte helfen? Kein Problem. Wow, du hast ja ein Pokémon. Hat es einen Namen? Ja, unser Pokémon hat einen Namen. Klar hat es einen Namen. Sein Name ist... Okay, und wir nennen das Pokémon einfach... Buddy. Ich weiß, es ist sehr unkreativ, aber... Ich finde das einen guten Spitznamen, weil wir nennen es ja im Dialog auch schon immer Buddy. Und ich will, dass es weiterhin so heißt. Und so wissen wir wenigstens auch immer gleich, dass es unser bester Freund ist. Nein, falsch. Und von Anfang an bei uns war. So, dass ich es jetzt eingegeben bekomme. So. Okay, los geht's. Na dann, mal ab in unseren ersten Pokémon-Kampf. Los, Buddy! Kämpfe für uns. Gut, ich setz mal Bubble ein. Also Bubble ist ja eigentlich Blubber, glaube ich. Ich hoffe, ich sag das jetzt richtig. Ich glaube, es ist Blubber im Deutschen. Ja, schaut nicht allzu schlecht aus. Wir können uns ja mal durchprobieren. Hypnose schläfert das Pokémon ein, glaube ich. Mal schauen. Jawohl. Gut, jetzt haben wir ein bisschen Zeit verschafft.
und können es in Ruhe weiterhin angreifen. Schau mal, wie viel Pfund macht. Ungefähr gleich viel. Bleiben wir bei Blubber. Ich glaube, das macht etwas mehr. Los, Blubber. Ja. So, ja, es schaut schon nicht schlecht aus. So, jetzt noch einmal dann und dann sollte es auch hinüber sein. Oh, ist aufgewacht, okay. Ja gut, das interessiert mich nicht. Schauen wir mal, haben wir Pokébälle? Nein, haben wir nicht, schade. Na gut, dann müssen wir es wohl besiegen. Los, Buddy, setz Pfund ein. Jawohl. Und Level up, Level 6. Buddy erreicht Level 6, jawohl. Ein paar Stats dazu bekommen. Oh mein Arceus, du hast es geschafft. Dankeschön, danke. Lass mich als Gegenleistung deine Pokémon heilen. Ich werde jetzt ein bisschen mit meinem neuen Nidorino spielen. Danke. Na schau, haben wir dem ein bisschen geholfen? Was sollen wir jetzt tun, Buddy, ha? Wie wär's damit, wenn wir in den Wald gehen und uns wegen ein paar Trainern umschauen? Na gut, dann machen wir das mal. Dann gehen wir mal in den Wald hinein. Schauen, ob wir ein paar Trainer finden. Polyver, hier werden ein paar starke Trainer auf uns warten. Los, ruh dich ein bisschen aus. Ack. Pass doch auf, du kleiner Maggot. Tut mir leid. Ich suche das Phantom-Pokémon. Der Typ hatte Pokébälle bei sich. Er muss ein Pokémon-Trainer sein. Dann schauen wir mal, ob er ein Pokémon hat. I really don't... Also, Entschuldigung. Ich will wirklich keinem kleinen Kind wehtun, aber ich kann es nicht zulassen, dass du unsere Pläne durchkreuzt. Na dann... Team Rocket Rüpel. Also Team Rocket ist auch hier das böse Team. Können wir ja mal in die Kommentare schreiben, habt ihr damals Feuerrot gespielt? Hattet ihr überhaupt einen Gameboy? Oder seid ihr beim Nintendo erst eingestiegen? Also bei mir persönlich war es... bei mir persönlich war die vierte Generation die erste Generation, also Diamant und Pearl. Und ich habe die Spiele echt gefeiert. Ich habe das durchgesuchtet und die vierte Generation ist auch meine Lieblingsgeneration, muss ich ehrlich sagen. Weiß nicht, die hat es mir angetan. Finde ich sehr cool, die Generation. Auch was die Starter angeht, ich meine, da gehen ja die Geister auseinander, welche Generation die beste ist, aber meiner Meinung nach ist die vierte Generation. Aber ich finde es cool, dass man da schon den Starter sozusagen vorgegeben hat. Dass man nicht so die... Also, einerseits ist es schade, dass eben die Wahl weg ist, so zwischen den typischen Startern von der ersten Generation, wie Glumanda, Bisasam und Shigi. Aber andererseits finde ich es auch irgendwie cool, dass man mal einen komplett anderen Starter hat. Weil Poliwhirl hat man nie auch nur die Möglichkeit gehabt, als Starter zu wählen. So, was vorher gerade passiert ist, der Hypnose hat leider nicht getroffen. Sprich, wir sollten mal schauen, ob... Ja, wie gesagt, Hypnose hat nicht so eine hohe... Oh! Ja, okay, gut. Hat nicht so eine hohe Genauigkeit, deswegen trifft es nicht immer. Und jetzt hat mich gerade meine Beere hochgeheilt, die mein Poliwhirl hält. Was sehr praktisch ist. Aber ich glaube, ich werde jetzt trotzdem mal ins Pokémon Center gehen, wenn ich es irgendwie schaffe. Weil ich will nicht vergiftet sein.
aber du bist doch nur ein Kind. Und schön Money abkassiert, jawohl, so gehört sich's. So. Ah, okay, das ist auch wirklich so hier. Wenn, je länger man herumgeht mit einem vergifteten Pokémon, desto schwächer wird's. Oh, okay, hier kann man auch mit einem Pokémon begegnen, das wusste ich nicht. Ich dachte, es ist noch so eine Story drin, deswegen keine wilden Pokémon. Aber anscheinend können wir unseren Buddy auch ein bisschen trainieren. Was ich sagen wollte, genau. Wir sind vergiftet und bei einer gewissen Schrittanzahl verliert unser Buddy dann auch immer ein bisschen Leben. Sprich, wir sollten schauen, dass wir mal schnell ein bisschen Heilung kriegen. Vielleicht haben wir einen Trank dabei oder so, muss ich schauen. Aber ich glaube, das heilt das Gift auch nicht. Was machen wir da? Okay. Es könnte sein, dass wir jetzt drauf gehen. Ist aber nicht schlimm. Weil wir ja sowieso keine Nuzlocke-Challenge machen, Gott sei Dank. Ich will das einfach mal ein bisschen gemütlich durchspielen, mal so ein bisschen schauen, wie das Spiel so ist und. Ich denke, dass das Spiel ordentlich was drauf hat und unser Poliwhirl wird jetzt gleich mal down gehen, fürchte ich, aufgrund des Gifts. Zuerst noch ein neues Level, jawohl. Sind schon Level 8, sehr cool. Und jetzt, fürchte ich, wird es gleich in Ohnmacht fallen. Ja, jetzt ist es in Ohnmacht gefallen. Okay. Die hat nur kurz gesagt, dass. Sie hat sich nur noch mal kurz bedankt, dass wir ihr geholfen haben. Und dass sie ihrem Nidorino keinen Spitznamen gegeben hat, weil sie nicht versteht, warum er das machen sollte. Hallo, willkommen im Pokémon Center. Willst du, dass ich deine Pokémon heile? Ja, bitte. Mach das mal. Okay. Gib mir kurz deine Pokémon. Es wird ein paar Sekunden dauern. Deine Pokémon sind jetzt wieder bei voller Gesundheit. Dankeschön. Wir hoffen, dass wir dich bald wiedersehen. Ja, mal schauen, Schwester Joy. Wann mein Pokémon wieder geheilt werden muss. So, dann rennen wir mal so ein bisschen durch. Gut, ich würde sagen, wir holen uns da oben noch schnell dieses Item, was ich da vorhin gesehen habe. Bekämpfen den dann nochmal kurz. Servus. I'm sorry. Also, es tut mir leid, Kind, aber du warst zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, ja, laber keinen Schwachsinn. Könnte dich locker besiegen, easy going. Ah, dein Support machen wir locker weg. So, dann schauen wir mal. So. Pfund, los. Ich muss auch sagen, die Sprites von dem Spiel und so gefallen mir richtig gut. Und mir gefällt es auch richtig gut, dass beim Reden manchmal eben die Figur so aufploppt und man so ein paar Emotionen mitkriegt. Also das ist sehr cool gemacht, finde ich. Gefällt mir sehr gut. Oh, der hat noch ein zweites Pokémon. Ja, kein Problem. Ah, so ein Dama. Ui. Vielleicht ist Wasser gegen dich effektiv, ich weiß es nicht. Bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, ist doch sehr effektiv. Oh, sehr cool. Gut, hätte ich nicht erwartet. Aber. Gut so. Und Level 9, jawohl. Gut. Dann holen wir uns noch schnell dieses Item da. Zack. Jawohl, einen Trank haben wir jetzt bekommen. Zum Heilen von Pokémon, wer sich nicht so gut auskennt. Gut. In dem Sinne würde ich sagen, das war's mal für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen.
Im nächsten Part geht's dann weiter. Wir werden ergründen, was das Phantom-Pokémon ist. Oder vielleicht werden wir sehen, was das Phantom-Pokémon ist. Und ja, bis dorthin, macht's gut. Habt einen schönen Tag und ciao.